Weil selbst der Boxer, der im Ring am Ende steht, hat einen Trainer gehabt, hat ein Team gehabt, den ihn motiviert. Und genauso ist es mit dem Islam und dem Koran, dass da einfach mehrere Menschen aufeinander kommen. Ich kann auch nur was lernen, wenn du mir was mitgibst und andersrum. Aber auch, dass man offen für diese Reise ist. Und deswegen finde ich, hat das gar nichts mit dem Islam zu tun, sondern der Mensch selber, wie er das gestaltet. Und es ist genauso wie mit dem Wort Liebe. Ich sag dir jetzt, ich liebe dich. Und du kannst es als meine Schwester verstehen, du kannst es als meine Partnerin verstehen, als meine Mutter, als meine Schwester. Und ich glaube, das spielt auch nochmal eine ganz große Rolle. Wir haben ja schon das Thema, du hast ja schon so ein bisschen das Thema angeteasert, Feminismus, du hast einen Artikel geschrieben über weißen Feminismus. Wir hatten im Vorgespräch so ein bisschen gesprochen, muslimischer Feminismus, gibt es das überhaupt und was bedeutet das? Und genau, und du hast auch noch mal ganz viele andere spannende Sachen erzählt. Deswegen, ich lasse dich einfach mal, genau, ich lasse dich einfach mal reden. Muslimischer Feminismus, weißer Feminismus, generell. Ich muss gestehen, ich tue mich tatsächlich mit dem Begriff Feminismus schwer, weil der halt sehr weiß konnotiert worden ist hier in unserer Gesellschaft und in unseren Strukturen. Wenn man zum Beispiel das Buch von Rafia Zakaria liest, Against White Feminism, erklärt Rafia Zakaria nochmal, wo der Hersprung oder der Ursprung des Feminismus generell ist, dass es auch mit einer schwarzen Transbewegung zu tun hat, die kaum wirklich Raum findet oder auch im indischen Bezug, dass es Frauenrechtlerinnen relativ früh gab, die zum Beispiel um 1800 rum Revolutionen gestartet haben, was wir geschichtlich gar nicht wirklich mitbekommen haben. Weil wenn wir über Feminismus in Deutschland reden, dann reden wir über den Feminismus aus den 70ern, über Alice Schwarzer, die SPDlerInnen und das ist ja nicht ganz klar. Und auch über Simone de Beauvoir, die ja sehr die große Vorreiterin und auch gefeiert wird dafür. Keine Frage, ihr Buch war bestimmt oder ist auch wichtig, aber für meine Perspektive als muslimische Frau of Color eben halt gar nicht. Ich habe halt mich immer gefragt, wie diese Boxen zustande gekommen sind, weil wenn du zum Beispiel aus einem muslimischen Haushalt kommst und du hast natürlich einen Onkel, der dir sagt, hey, du darfst nicht Fahrrad fahren, weil du ein Mädchen bist, das steht so im Islam, um dich so ein bisschen zu manipulieren oder dich halt so ein bisschen auf Trab zu halten, finde ich das dann schon recht schwierig. Und das waren so Fragen, wo ich dann mir überlegt habe, wo kann das herkommen? Und ich hatte einfach Glück, dass ich dann halt schon angefangen habe zu denken, okay, wo kommt diese Frage her? Und habe mich dann natürlich auch sehr viel mit dem Koran und dem Islam beschäftigt. Natürlich bin ich hier keine Theologin oder eine Islamwissenschaftlerin am Ende des Tages, um dann Prozess A und B miteinander zu kombinieren, um die dann C zu erläutern. Aber ich habe halt mit meinem Wissen und meiner Perspektive halt das dekonstruieren können, was man mir vorgelebt hat. Und ich glaube halt, dass das unter muslimischen Personen generell wichtig ist, dass wir auch hinterfragen, wer uns den Islam beigebracht hat und woher diese patriarchalen Konstrukte halt unter anderem stammen. Also sprich zum Beispiel, es gibt den muslimischen Feminismus, also sprich Fatema Mernissi, eine marokkanische Islamwissenschaftlerin, hat wirklich wissenschaftliche Fakten geliefert, was den Islam angeht und dass die Frau die höchste Stellung im Koran zum Beispiel hat. Und wir hatten auch zum Beispiel Rasulullah, der dann Khadija geheiratet hat, die aber ja viel älter als er war und ihn da geprägt hat auf seinem Weg und auch eine Businessfrau war. Wir haben Frauen an der vordersten Front in der Geschichte gehabt, die Kriege angeführt haben. Das waren Frauen. Und deswegen finde ich das dann schwierig, dass wir dann, wenn es halt um Menschen of Color oder BIPOC geht, wir dann von Unterdrückung und vor allem, das ist ein anderer Topic, Frauen analysiert werden, auch aufgrund des Kopftuches, dass sie unterdrückt werden. Und genau, bei mir ist man dann immer sehr überrascht, krass, du trägst Kahat oder du trägst kein Kopftuch, du bist muslimisch. Okay, ich wusste nicht, dass es eine Definition einer muslimischen Person gibt und Und das hast du deswegen. auch mir erzählt, nicht unbedingt von Nicht-Muslimen, auch von Muslimen, ne? Ja, absolut, auch von muslimischen Personen. Ich glaube, es ist halt auch immer irritierend, wenn da eine Person ist, die quasi argumentativ was liefern kann, auch was das Kopftuch angeht. Oder mich hatte das halt immer interessiert und deswegen fand ich so total viele Stimmen
auch wichtig, die man benennt. Und das ist, ich finde, generell Religion ist ja ein sehr intimer Prozess. Ich finde, das geht eigentlich niemandem was an. So, jeder, ich finde immer, jeder hat seine eigene Unterhaltung mit Allah, wenn es jetzt auf muslimisch, jetzt auf muslimischer Ebene natürlich gibt. Mhm. Und ich finde, ich habe kein Recht, warum soll ich dir das erklären? Wer bin ich, dir zu sagen, an wen du glaubst oder an wen du nicht glaubst? So, ich habe meinen Glauben und finde das dann schwierig, wenn du mit deinem Glauben oder mit deiner Ethik jemanden manipulieren willst, genauso im politischen Sinne oder auch in jederlei Hinsicht, weil der Islam schreibt das nicht vor. Das Erste, was du aus dem Koran lernst, ist lese, lerne. So. Und das ist Wissen, das du dir aneignen solltest, weil da viele unterschiedliche Perspektiven sind und weil du lernen sollst und be humble. Und da habe ich auch viel menschenrechtliche Perspektiven tatsächlich gelernt und auch feministische Perspektiven. Für mich zumindest kann ich da so sprechen. Und welche feministischen Perspektiven sind das? Zum Beispiel fand ich es ganz spannend, wie gesagt, dass die Frauen an vorderster Front waren, dass sie ihren eigenen Leitweg oder einen Leitfaden hatten. Das fand ich total spannend, unter anderem. Leitfaden? Also sprich quasi, als sie die Kriege angeführt haben. Ah, das waren keine Männer, das waren tatsächlich Frauen. Und genau, auch quasi den Zusammenhalt und die Liebe, die sie dann halt hergeben, das fand ich immer sehr schön und sehr beeindruckend. Und inwiefern siehst du diesen weißen Feminismus sozusagen, also inwiefern sieht der weiße Feminismus muslimische Frauen als nicht Teil? Also es gibt ja ganz oft, wird ja gesagt, nein, wenn du ein Kopftuch trägst oder wenn du Muslima bist und auch so selbstbewusst damit umgehst und sagst, ja, ich bin Muslima und das ist gut so, dann kannst du keine Feministin sein. Inwiefern siehst du, dass es da einen blinden Fleck gibt oder dass es da einfach eine Perspektive gibt, die einfach nicht gesehen wird? Also ich finde es schon mal sehr kritisch zu sagen oder zu beurteilen, wer ein Feminist ist und wer nicht. Hm. Also ich finde es, wieso schreibst du mir aufgrund eines Tuches vor, warum, weshalb, wieso? Also wer gibt dir dieses Recht erstmal? Der Feminismus generell oder der weiße Feminismus ist nicht intersektional gedacht und auch nicht divers und ich verstehe auch nicht, warum. Ich glaube, dass das halt auch was mit Kapitalismus zu tun hat, aber das ist natürlich jetzt eine ganz andere Ebene. Und auch, ich glaube, das war ganz gut von Nawal el-Saadi beschrieben, eine ägyptische Feministin tatsächlich. Obwohl Feministin ist man, glaube ich, automatisch, aber sie hat halt gesagt, dass desto weniger du anhast, desto kapitalistischer kann dein Körper eingesetzt werden. Also es ist eine Form des westlichen Kapitalismus. Ob das jetzt da jetzt so zu 100% stimmt, lass mal da hingestellt sein. Aber das war eine Perspektive, über die ich halt lange nachgedacht habe. Vor allem das Kopftuch diente ja als Schutz ursprünglich und auch als Unterscheidung, wenn man in die vorislamische Zeit geht. Man musste ja Frauen, musste es falsch, man hat Menschen quasi erkennen wollen und man erkannte arme Frauen nicht und Sexarbeiterinnen nicht. Und da war auch, hat das auch in dem Wesen auch eine Rolle gespielt, aber das ist ja natürlich nicht das, worauf es dann am Ende ankam. Das ist jetzt nur so ein Beispiel. Aber weißer Feminismus, ich verstehe nicht, warum dieses Tuch so eine triggernde Wirkung auf, da kann ich auch ganz klar Namen nennen, weil ich da auch total anti bin, Terre de Femme und Ali Schwarzer, warum die sich damit so auseinandergesetzt haben oder eher nicht haben. Ja. Und das Ding ist, wenn du sagst, dass es für dich Emanzipation, du stehst dazu, dann habe ich das doch zu akzeptieren. Ein Nein heißt Nein. Also wir sagen das doch auch Männern, oder das ist doch auch eine Kampagne, die ständig hier läuft. Ja. Ein Nein heißt Nein. Mhm. Also warum, wenn ich dir sage, ich habe keinen Hunger mehr und sage Nein, warum respektierst du nicht mein Nein? Mhm. Wenn ich dir sage, ich bin nicht unterdrückt, mir geht's damit gut, ich habe es für mich erwählt, warum akzeptierst du nicht mein Nein? Ja. So, und wer bin ich dir zu sagen, wer oder was du halt tragen sollst? Ja, total. Aber auch, um zu dem Begriff Feminismus zurückzukommen, ich glaube, in unserer muslimischen Community ist es auch so ein fast wie ein Ausdruck geworden, so alle so eine Feministin. Und ich würde mich auch selber nicht als Feministin so labeln oder voll krass bezeichnen oder so, aber ganz viele lesen das in mich rein oder in Kopftuchmädchen auch rein. Und ich würde einfach gerne mit dir so ein bisschen philosophieren, was heißt denn eigentlich feministisch zu sein, beziehungsweise brauchen wir den Begriff eigentlich? Könnte nicht irgendwann muslimisch sein
als Synonym gelten für dass man für Frauenrechte einsteht, weil das ist ja genau das, wofür der Islam steht, für Frauenrechte, die eingefordert worden sind, als kleine Mädchen bei der Geburt nach Geschlecht halt dann entschieden wurde, okay, wenn es ein Mädchen ist, wird sie halt lebendig begraben. Das wurde abgeschaffen und da gibt es ganz viele andere Regelungen, die eingeführt wurden. Warum triggert es uns als muslimische Community, dieser Begriff? Mhm. Und warum ist das nicht ganz klar? Ich muss sagen, ich finde es erstmal voll schön, dass du sagst, brauchen wir diese Detaillierung von muslimischem Feminismus, weil es ist ja am Ende nur ein Begriff, also warum müssen wir alles nochmal detailliert, warum gibt es weißen Feminismus, muslimischen Feminismus, queer-feministischen Feminismus? Finde ich auf jeden Fall sehr schön, dieser Ansatz und der Gedanke. Und ich bin Anti-Schubladendenken, deswegen, wenn man mich fragt, stell dich einmal vor, dann mache ich eigentlich nie eine Liste. Ja. Wenn du dann andere Vorstellungen hast, dann erwähnt man, hey, ich habe den Bachelor, ich habe den Master, ich habe dies und das und jenes. Mhm. Ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo Schubladendenken sehr groß ist. Man muss es einordnen und zuordnen, um dann um irgendwie Frieden in seinem Kopf manchmal zu haben, was absurd ist. Mhm. Und ich glaube, dass das auch ich tue mich generell mit dem Feminismus schwer, weil denn zum Beispiel aus unseren Communities, ich setze jetzt auch in Anführungszeichen, das ist auch ein bisschen problematisch, es heißt, Feminismus, das heißt, du bist Anti-Männer. Habe ich doch nie gesagt. Ich finde, intersektional divers muss es sein. Wir brauchen Männer in diesem Diskurs. Wir können uns ja auch nur weiterentwickeln, wenn wir alle Menschen mitbedenken. Ja. Jetzt habe ich das natürlich nur auf Männer bezogen, weil ich weiß aus unserem Diskurs, dieser Feminismus, du bist Feministin, sehr kritisch anzusehen gilt, weil dann irgendwie die Annahme ist, dass Frauen irgendwie, oder zumindest Menschen, die sich als weiblich auch bezeichnen, die Revolution starten würden und dann denen ihre Rechte ablegen würden. Ihr wisst ihr was? Ja, das stimmt. Nein, aber ich glaube, es hat was mit Privilegien zu tun. Ich glaube, dass das mit patriarchalen Konstrukten zu tun hat, so wie wir alle sozialisiert sind. Das heißt, ich war auch nicht immer so. Ich habe auch früher in meiner Jugend Menschen, weiblich gelesene Personen, einfach gewertet, weil ich mit meinem Ego Probleme hatte, meine Sozialisierung Probleme hatte und auch keinen Frieden mit mir selbst hatte. Ich glaube, dass vieles auch mit einem selbst immer zu tun hat. Ja. Unter anderem nicht komplett natürlich alles, weil das wäre zu leicht, den Fehler nur auf sich aufzuschieben. Das ist auch nicht richtig. Weil auch Klasse, Kapitalismus, unser System auch das fördert, dass wir gegeneinander sind. Ja. Ganz klar. Aber deswegen das zu dekonstruieren und dann zu lernen, hey, wenn ich dich jetzt angucke als Frau und dich bewerte, warum mache ich das? Das hat ja was mit mir in dem ersten Moment zu tun. Und das habe ich halt gelernt zu hinterfragen, Gott sei Dank. Und zu sagen, okay, der Fehler liegt nicht da, sondern bei mir liegt er irgendwo, was auch immer Fehler heißt. Und das zu dekonstruieren und dann neu zu setzen, ist natürlich eine Herausforderung. Und dieses Denken lernt man, indem man sich weiter sensibilisiert, Bücher liest, Autorinnen liest, die aus der eigenen Community vor allem stammen. Also auch schwarze Communities, muslimische Communities. Indigene, wir wissen immer noch kaum was, weil das Problem auch generell an diesem System ist, wir lernen immer nur die Perspektiven der weißen Hoheitsmacht. Ja. Das merkt man zum Beispiel im Begriff der Kolonialgeschichte, wo ich dann nochmal das Privileg hatte, die Perspektive der versklavten Menschen zu sehen, was ich früher gar nicht mehr angedacht hatte. Woher auch? Ja. So. Und und dieser Begriff einfach Feminismus, ich glaube, jeder ist irgendwie, sollte einfach Menschenrechtler sein. Ich glaube, das gleiche Recht für alle. Aber wir mussten, oder es gab einfach, es musste eine Definition anscheinend geben für Frauenrechte, warum auch immer dieses Schubladendenken da ist. Total. Und ich glaube auch bei der muslimischen Community entsteht aber auch eine Irritation. Man sagt, okay, Feminismus, ja, was heißt das? Ist der Islam nicht genug oder ist er nicht vollkommen, dass wir noch irgendwas von außen brauchen, was wir dazu holen? Oder, ne? Ich glaube, das ist diese Irritation. Und
für mich ist das so, okay, nein, wir brauchen das nicht. Es ist der Fall, aber es gibt immer Menschen, die halt den Islam auch instrumentalisieren. Ja. Und wo das dann einfach auch irgendwie untergeht, die Rechte von Frauen. Hm. Vielleicht ist es dann manchmal gut, das zu highlighten und so, weißt du, und diesen Begriff mit einzuführen. Absolut. Also das Ding ist ja, der Islam hat ja damit nichts zu tun. Der Mensch ist nicht vollkommen. Hm. Und der Mensch hat das Privileg, Fehler machen zu dürfen. Ich sage immer, das habe ich nämlich von einem Imam witzigerweise gelernt, der echt ganz coole Geschichten immer erzählt hat zur Ramadan-Zeit. Er sagte, wir alle sind Sünder. Es geht darum, der bessere Sünder zu sein. Und ich glaube halt einfach, dass das Privileg darin ist, einen Fehler machen zu dürfen und daraus lernen zu können. Mm. Weil keiner, also es wird keiner irgendwas kontinuierlich, also es geht nicht, es ist nicht machbar. Es gibt nicht dieses Perfekt, wovon irgendwie alle reden. Und ich glaube, was auch schwierig ist, ist, dass man immer nur von einer Perspektive hervorgeht oder glaubt, dass ein Mensch das richtig macht. Aber es gibt nicht den Besten, für mich zumindest nicht. Weil selbst der Boxer, der im Ring am Ende steht, hat einen Trainer gehabt, hat ein Team gehabt, den ihn motiviert. Und genauso ist es mit dem Islam und dem Koran, dass da einfach mehrere Menschen aufeinander kommen. Ich kann auch nur was lernen, wenn du mir was mitgibst und andersrum. Aber auch, dass man offen für diese Reise ist. Und deswegen finde ich, hat das gar nichts mit dem Islam zu tun, sondern der Mensch selber, wie er das gestaltet. Und es ist genauso wie mit dem Wort Liebe. Ich sag dir jetzt, ich liebe dich. Und du kannst es als meine Schwester verstehen, du kannst es als meine Partnerin verstehen, als meine Mutter, als meine Schwester. Und ich glaube, das spielt auch nochmal eine ganz große Rolle. Voll schön gesagt. Nochmal voll die schöne Perspektive. Schokolade.